Ja, moin Leute, euer Zero hier. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir schleichen uns heute in die Burg rein und werden versuchen, Geiseln zu befreien. Mit unserem Kumpel, Capon, Herr Capon. Heimlich ist tot. Und erledigen die Schildwachen. Wartet hier. Ich könnte sie alle umbringen und alleine die ganzen Scheiß machen. Ist definitiv erfolgreicher wäre. Worauf warten Sie denn? Schnell verflixt nochmal. Worauf warten Sie denn? Woher soll ich das wissen? Warum frage ich eigentlich? Ach, schweig still und achte auf das Licht auf den Zinnen. Die sind ja noch nicht mal oben. Oh Gott, der eine hängt fest. Scheiß aufs Warten, ich erklimme die Mauer. Oh. Okay, du bist tot. Hans. Puh, erklimme die Mauern. Okay, die Stealth-Mission beginnt. Ich glaube, ich hätte hier alleine durchgehen sollen, hätte ich mehr Erfolgschancen. Aber naja. Ich ziehe seine Rüstung an und behalte die Seite im Auge. Aber bei der Winde des Falkert, das sind noch zwei. Gibt es Freiwillige? Heinrich macht es. Blöd, Mann. Aber sieh zu, dass du leise bist. Am Tor. Wo ist denn das Tor? Hier. Na gut, schauen wir mal, ob wir die kriegen, die beiden. Da ist einer. Wie soll ich die denn beide aufhalten? Irgendwer hat daher geschrien, das ist nicht gut. Es wäre viel einfacher, wenn uns niemand sieht und am Falkert herumzuhören, etwas gewiss. Was ich. Zuerst müssen wir die Geiseln finden, okay? Und da ist eine oder was? Okay, ich denke, wir müssen hier komplett nach denen suchen. Ach, Hans, Mann, was machst du denn für einen Scheiß? Wo läufst du denn lang? Ruhig! Wir sind fast da. Wir dürfen das jetzt so kurz vorm Ziel nicht versauen. Ja, du wirst es verkacken, Hans. Ach, Gottes Willen. Wer bist du? Vorsicht! Alle Türen führen zum Vorplatz. Wenn auch nur einer von ihnen pissen geht, wird er uns sehen. Ich wurde schon angequatscht. Vorsicht, das. Oh Gott, Hans. Bist du wahnsinnig? Und du? Geduld. Er ist am Zug. Gleich geht's los. Herrgott, beweg deinen Arsch, verdammt! Scheiße. Sie haben Alarm geschlagen. Was? Alle wollen nicht meine Wut an jemandem auslassen.
Wer hat mich denn gesehen? The fuck? Ich werde doch nicht laufen. Ich mach ja alle kaputt hier, so sieht's aus. Schlagt Alarm! Elender Hund. Hier drüben! Die mache ich alle kaputt. Das wird eine Freude. Hallo? Spiel? Ausgefallen. Das Spiel wollte wohl nicht, dass ich alle fertig mache. Der wird doch gleich umdrehen, ey. Und uns dann sehen, wie wir in der Ecke kauern. Okay. Oder bleibt einfach stehen. Ich frag mich, wer mich überhaupt gesehen hat. Ich sag euch, Ratzig ist einer der Bösen. Er ist mit Absicht bei... denen in die Finger gegangen. Oh Gott. Soll ich die Tür öffnen? Hallo. Was? Dorfbewohner? Das sind doch keine normalen Dorfbewohner. Hier ist aber niemand. Stehlen, reden. Wo ist Herr Ratzig? Und Herrin Stephanie? Herrin Stephanie? Sie ist nicht hier. Wird wohl woanders festgehalten. Wo? Wo wird sie festgehalten? Und wo ist Herr Ratzig? Die Herrin könnte in ihrer Kammer sein. Wir wissen nichts. Sie haben uns zusammengetrieben und gesagt, wir sollen uns nicht rühren. Gott behüte dich. Kann ich hier kurz speichern? Oh, schade. Verdammt, wir kehren mit leeren Händen zurück. Ich dachte, wir bekämen das hin. Wir gehen nirgendwo hin. Nicht ohne meinen Vater und Herrin Stephanie. Und wie sollen wir sie finden? Sie sind nicht in den Ställen oder irgendwo in der Nähe. Willst du dich in den Palast schleichen, wo überall Toss Männer sind? Ja, wir müssen sie befreien. Ja, wir können sie nicht zurücklassen. Es war schon schwer genug, so weit zu kommen, aber das ist Wahnsinn. Was nützt es ihnen, wenn wir gefasst werden? Dann dürfen sie uns nicht fassen. Hör zu, Heinrich. Gewöhnlich schätze ich deine Sturheit, aber das könnte uns das Leben kosten. Zumindest konnten wir die anderen retten. Ich krieg das hin. Ich sagte bereits, ich gehe nicht ohne die Geißeln. Wenn du den starkköpfigen Esel spielen willst, nur zu. Du könntest auch gleich nach deinem Schwert suchen, wenn du schon dabei bist. Du machst schließlich keine halben Sachen. Spar dir deine Reden. Hilfst du mir oder nicht? Wenn du dich umbringen willst, bitte. Tu dir keinen Zwang an. Aber bevor du das tust, gib uns Zeit zu verschwinden. Okay, jetzt wird's eine Solo-Mission. Komm. Verschwinden wir von diesem Ort, bevor sie uns erwischen. Sakra! Scheiße! Mein Arsch! Ernsthaft? Ich habe mich auf die Solo-Mission gefreut. Oh, Sakra! Scheiße! Ich muss ihn herausschicken. Lauf um Himmels Willen! Und bitte mich nicht so durch! Ach, Hansi. Schneller! Da sind sie! Hallo? Wo sind alle? Zu den Waffen! Hier rüber! Du warst einer von meinen Leuten, oder? Ist mir scheißegal, ich töte dich einfach. Fallen lassen. So, Hansi, ich glaube, du bist hier in Sicherheit.
Wird jetzt alle aufmischen. Headshot. Ich weiß nicht, wer hier der Bandit ist. Bist du ein Bandit? Okay, du bist kein Bandit. Du bist Bandit. Mein armes Pferd! Läuft hier ein Dorfbrunner durch die Gegend. Oh, ich habe ein Pferd getötet. Mal wieder. Keine Ahnung, wer hier Freund und Feind ist. Ich töte einfach alles und jeden. Huch. Au, au. Lass den Scheiß. Au. Lass den Scheiß. Ganz ehrlich. Was soll denn der Scheiß? So, du bist Bandit, ja? Was greifst du mich an? Du bist mitten im Kampf. Schlagalarm! Seid vorsichtig! Was haben wir denn da? Unterhaltung. Vorzüglich. Okay. Du bist der Letzte hier, ne? Ich hab wieder an irgendein Pferd getroffen. Du bist der Bandit, ne? Ja. Dude, komm doch näher. Kommen Sie ran. So. Dass du immer noch nicht umgefallen bist. Das ist dein Ende. Das arme Pferd ist durch Gift gestorben. Hey, mein Pferd steht wieder. Oh. Frecher Hilfe! Und das war's. So viel zu euch. Na gut, dann gucken wir mal hier rein. Wo sind alle? Schnell! Was? Herr Hans Kapon hat über 2 Liter Blut verloren. Das sieht nicht gut aus. Oh. Oh. Oh, verflucht. Ich muss ihn herausschaffen. Sofort. Könntest du bitte schnell etwas unternehmen? Ich muss ihn herausschaffen. Sofort. Rasch! Sie sind uns auf den Fersen. Also dir. Sie sind vor mir. Und ich kann nichts dagegen tun. Seid vorsichtig. Lumbandit. Lauf um Himmels Willen und rüttle mich nicht so durch. Alle Jungs. Schneller. Ja, zumindest die Wache ist hier weg. Lauf um Himmels Willen und rüttle mich nicht so durch. Das ist nicht gerade komfortabel. Könntest du vorsichtiger sein? Mein Arsch bringt mich um. Oh Mann, ich hab sie doch alle fertig gemacht. So eine dreckige Scheiße. Das war nicht gerade ruhmreich, was? Wohl wahr, eine Schmach. Sie drängten uns zurück, noch bevor wir etwas tun konnten. Das ist schlimmer als der Tod. So weit würde ich nicht gehen. Wir mussten es versuchen. Wenn wir obsiegt hätten. Wenn Schweine fliegen könnten. Ich weiß, es nagt an dir, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir befreien die Geiseln und hängen den Bastard. Hm. Ja, das war jetzt unbefriedigend. Das. Konnte man eigentlich nichts machen. Gesunde Ernährung.
Robert, mir scheint, als gingen uns die Optionen aus. Wir haben nicht genug Männer, um die Mauern mit Leitern zu erklimmen. Und schon genug Verluste erlitten. Thalenberg lässt sich nur durch eine List oder ein großes Heer erobern. Ersteres schlug fehl und ein großes Heer haben wir nicht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als einen Tribok zu bauen. Um meine eigenen Mauern niederzureißen. Wo ist Meister Fefa? Er wartet. Wir ließen ihn schnellstmöglich. Hol ihn her. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Herr Divisch? Du wirst mir einen Tribok bauen, Meister Tobias. Sagtest du Tribok, mein Herr? Das ist, nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Wir müssen Thalenberg zurückerobern. Ja, natürlich, Herr, das verstehe ich. Und du bist der beste Konstrukteur, den es in diesem ganzen Lehen gibt. Oh, dann danke ich dir, mein Herr. Ich, habe nur noch nie vorher einen Tribok gebaut. Das könnte ein wenig dauern. Dann geh sofort ans Werk. Bernhard wird den Schlachtplan mit dir durchgehen. Nun, ich... Puh. Nun, Meister Tobias, du hast viel zu tun und wenig Zeit. Ich will dich nicht länger aufhalten. Natürlich. Ich verstehe. Danke, mein Herr. Wie sieht es mit den Vorbereitungen in den anderen Lagern aus? So gut es eben geht unter diesen Umständen. Es sind noch viele Dinge zu tun, aber wir haben einfach nicht die Zeit dafür. Nein, haben wir nicht. Heinrich? Ja, Herr? Ich möchte, dass du bei den Vorbereitungen in den anderen Lagern behilflich bist. Natürlich, Herr. Robert wird dich anweisen. Du kannst jetzt gehen. Ärgerlich. Ärgerlich. Tribok gelernt. Na gut. Da müssen wir wohl helfen. Was soll ich auch Übungen? Was kann ich da machen? Kannst du mir zeigen? Selbstverständlich. Ich möchte mal zuerst. Okay. Hallo, Heinrich. Ich möchte mit. Selbstverständlich. Ich möchte. Willst du nicht sehen? Ich wäre. Selbstverständlich. Ich möchte meine... Zuerst musste... Okay, ich kann gar nichts davon weitermachen. Was soll ich machen? Spitz die Ohren. Feldlager sind eine verzwickte Angelegenheit und kein Vergleich zur heiligen Messe. Momentan herrscht hier Chaos. Die Männer sind angespannt, wie in Käfige gepferchte Bären. Wenn du durch die Lager schlenderst, siehst du es selbst. Überall Stänkereien. Angefangen beim Haferschleim bis hin zu Flöhen. Sie beklagen sich, die Schenke leer gesoffen zu haben und auf die nächste Ladung Bier warten zu müssen. Es gibt Tote, die bestattet werden müssen und viele Verwundete, darunter auch einer ihrer Herren. Je weniger die Männer murren, desto besser für alle. Doch das Hauptproblem ist ein anderes. Was meinst du? Hast du gehört, was Herr Divisch zu Fefa sagte, unserem Meisterkonstrukteur? Ein wenig, ja. Und was hältst du davon? Er wirkte etwas unsicher, ja. Er sagte, er hätte noch nie einen Tribok gebaut. Ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Aber wenn er dafür so lange braucht, wie er sagt, wir können nicht bis zum jüngsten Tag warten. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde fragen, ob ich ihm helfen kann. Das solltest du unbedingt tun. Ohne Tribok sind wir wahrlich aufgeschmissen. Okay, wie geht's dir, Robert? Wie geht es dir, Herr Robert? Wie wird es mir wohl gehen, Junge? In der Burg räkelt sich ein halsabschneiderischer Halunke in meinem Bett. Zumindest wurde Thalenberg nicht geschleift. Noch nicht. Aber womöglich werden wir das tun müssen, um den Bastard auszuräuchern. Das würde Herrn Divisch sicher nicht gefallen. Warum hat er mir wohl das Kommando übertragen? Aber auch mir blutet das Herz. Das ist mein Zuhause. Okay, wie erobern wir Thalenberg zurück? Wie lässt sich Thalenberg am einfachsten zurückerobern? Am einfachsten? Mit der königlichen Armee auf unserer Seite. Aber die ist jetzt nicht hier und wir können es uns nicht leisten zu warten. Außerdem möchte ich die Burg nicht zerstören, sondern dorthin zurückkehren.
Ja, die Burg zu sanieren wäre kostspielig. Wohl wahr, aber kein Tribok ist zielgenau. Die Steine fliegen, wie es ihnen beliebt. Und wenn wir die Burg auseinandernehmen und Sigismund zurückkehrt, macht er kurzen Prozess mit uns. Denkst du, Sigismund kommt zurück? Denkst du, Sigismund kommt zurück? Woher soll ich wissen, was in seinem Schädel vorgeht? Wenn nicht, könnte jemand anders die Gelegenheit beim Schopfe packen. Ich wette, das Chaos hier hat sich bereits herumgesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass so viele ein Auge auf Thalmberg geworfen haben. Wie dieser Havel Medek. Nicht nur auf Thalmberg. Wir ließen nur wenige Männer in Rathai zurück. Wer hindert unsere Feinde daran, die ganze Gegend zu plündern, wenn wir hier scheitern? Machtgierige Bastarde wie Havel oder Toss gibt es in Böhmen zur Genüge. Okay, und wie bewinden wir das Tor? Wie könnten wir durch das Tor gelangen? Vom Tor aus führen Stufen auf den Wehrgang. Und ich weiß nicht, wie Ichtwan sie schützen wird. Und wir müssten zuerst durchs Fallgatter. Ein großer Sturmbock könnte es durchbrechen. Aber wie kommen wir so nah ran? Wir werden es wohl in Brand stecken müssen. Reisig aufhäufen und anzünden? Reisig, Nutzholz. Alles, was brennbar ist. Mit so viel Pech getränkt wie möglich. Die Köhler hier haben bestimmt welches. Und falls das Tor nicht niederbrennt, so wird es zumindest geschwächt und wir können es leichter durchbrechen. Genau. Welcher Teil der Mauer ist am schwächsten? Was ist mit der Mauer? Welche Seite ist die schwächste? Die Süd- und die Ostseite sind massiv. Es wäre sinnlos, es dort zu versuchen. Die Nordseite ist am besten zu verteidigen. Und die Westseite... Dort haben wir es versucht und mussten ganz schön einstecken, was? Aber wir werden es wohl wieder versuchen und es diesmal besser machen. Na gut. Schade, dass sie sich nicht länger in Vranek verschanzt haben. Dort wäre es viel einfacher gewesen. Toss ist ein listiger Fuchs. Wenn er alle seine Männer dort gehabt hätte, wäre es ein Massaker geworden. Vielleicht haben wir bloß gesiegt, weil er mit den meisten seiner Männer bereits verschwunden war. Benötigst du Hilfe bei etwas? Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Nun, wir benötigen Pech. Ich weiß, dass du mit den Köhlern zu schaffen hattest. Wohl wahr, ich kenne ein paar. Dann sieh dich in der Gegend um. Falls du welches auftreiben kannst, bring es unserem Quartiermeister im Lager beim Steinbruch. Okay. Auf bald. Schauen wir mal unsere Quest an. So. Was sind Aktivitäten? Ja. Gut, optional hör dich beim Lagern um, ob jemand Hilfe benötigt. Sprich mit Meister Pfeiffer, sprich mit dem Quartiermeister, sprich mit Herrn Divisch, sprich mit Hauptmann Bernhard, frage die Köhler in der Gegend nach Pech. Das heißt, wir haben hier, frag den Köhler und sprich mit Herrn Divisch. Ja, dann würde ich sagen, reiten wir mal zu den Köhlern als erstes, ne? Lärm gefälligst, wie man reitet, ja. So, da wären wir bei den Köhlern. Ich bräuchte etwas Pech. Guten Tag. Habt ihr hier Pech? Ich bin auf der Suche nach Pech für Thalmberg. Jetzt schon? Was ist mit dem, das wir bereitgestellt haben? Keine Ahnung, und das spielt auch keine Rolle. Habt ihr welches oder nicht? Ja, es gab einen Käufer, aber der hat sich schon eine Weile nicht mehr blicken lassen. Wozu brauchst du es? Eine Bande Briganten nahm Thalmberg ein und wir belagern es nun. Wir könnten das Pech gut gebrauchen. Oh, das ist nicht bis hierher durchgedrungen. Na schön, nimm es. Du hast uns damals mit diesem Rotschopf geholfen. Und immerhin ist es für unseren Lehnsherrn Divisch, nicht? Wenn du es selbst schleppen willst, nur zu. Ich kann aber auch jemanden holen, der es euch bringt. Hab Dank. Gott segne dich. Gehab dich wohl. So, okay, dem Quartiermeister Bescheid sagen. Okay. Naja, zumindest haben wir eine Sache schon mal erledigt. Jetzt müssen wir noch mit den anderen reden. Wir haben hier noch, sprich mit Meister Pfeiffer. Ja gut, der ist hier gleich um die Ecke. Können wir das direkt mitmachen. So, mein Freund. Du brauchst Hilfe, habe ich gehört. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Nee, was brauchst du? Wie ich höre, musst du einen Tribok bauen. Herr Robert schickt mich. Er sagte, du müsstest einen Tribok bauen. Ganz recht. Einen Tribok, der die Mauern Thalmbergs einreißt. Ich, ein Bergbaukonstrukteur. Was weiß ich schon über Kriegsgerät? Alleine schaffe ich das nie. Ich würde dir ja gerne helfen, aber wie? Ich weiß auch nichts über Tribocke. Genau genommen gäbe es schon einen Weg. Konrad Kieser kam kürzlich nach Sasau. Wenn du ihn herbringen könntest, würdest du meine Haut retten.
Wer ist Konrad Kieser? Konrad Kieser? Wer ist das? Ein Gelehrter, der Medizin studierte, aber auch Belagerungswaffen entwirft. Er war sogar an der Belagerung von Nikopolis beteiligt, zusammen mit Sigismund. Ohne ihn geht es nicht? Mit Sigismund? Zusammen mit Sigismund? Nicht so schnell. Nach der Schlacht stritten sie sich, weil Konrad ihm die Schuld für die Niederlage gab. Das hat ihm wohl nicht so gut gefallen. Ganz recht. Deshalb wurde Konrad aus Prag verbannt und ließ sich in der Burg Bettler nieder. Und ohne ihn geht's nicht. Aber du bist ein Konstrukteur. Kannst du den Tribok nicht selbst bauen? Ist das dein Ernst? Weißt du, wie kompliziert so eine Belagerungswaffe ist? Welche Kräfte dort am Werk sind? Wenn wir Glück haben, feuert der Tribok gar nicht erst. Aber vermutlich wird er sich selbst zu Kleinholz verarbeiten und uns anstelle des Feindes töten. Das wäre schlecht. Verbrannt wie ein Verbrecher? Verbannt? Wie ein gewöhnlicher Verbrecher? Als ehemaliger Höfling, Arzt und Meisterkonstrukteur geht es ihm nicht ganz so schlecht. Mir kam sogar zu Ohren, dass er weise Männer um sich geschart hat, mit denen er an einem Buch schreibt. Und das Buch werden wir wahrscheinlich kriegen. Aber was macht er hier? Aber was macht er hier in Sasau? Er wurde hergeschickt, um beim Bau des Klosters zu helfen. Zweifelsohne mussten sie dafür tief in die Tasche greifen. Und wir noch tiefer. Und wie soll ich ihn hierher bekommen? Entführen? Nun, nur im äußersten Notfall. Wir brauchen seine Hilfe. Versuch mit ihm zu sprechen. Allen Berichten nach hasst er Sigismund. Na gut, okay. Nun gut, ich tue, was ich kann. Hab Dank, Heinrich. Vielleicht bauen wir den Tribok doch noch. Dann viel Glück. Okay. Genie und Wahnsinn. Gut, Bescheid sagen können wir auch später mal noch. Wir arbeiten ja die Quests eh ab. Nö. Ab nach Sasau. Da, wo ich sowieso nicht gemocht werde. Yay. Gut, Freunde. Aber ich würde sagen, wir sehen uns morgen dann in Sasau wieder zu einer neuen, frischen Folge. Und dann gucken wir mal, wie wir vorankommen. Haut rein, euer Sirot. Tschüss.